Das war auch so unser Motto, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt nochmal neu an, wir machen einen Reboot, wo wir alle Figuren nochmal fürs Kino so ein bisschen anpassen, größer machen, darauf achten, was würde man im Einzelstoff anders machen, so als ob man Spider-Man eigentlich nochmal von vorne anfängt. Ich habe mir gedacht, ja, also entweder probiert man es jetzt irgendwie aus, weil irgendwie, wenn man mit 40 irgendwas in den Sand setzt, ist irgendwie auch scheiße. Dann lieber, solange man noch so einen halben, noch so eine leichte Nachwuchstendenz irgendwie im Profil mit drin hat. Aber und Türkisch hat sich optimal angeboten, weil es ist für viele der Schauspieler ein Debüt. Es ist in dem Sinne ein Debüt, dass es noch nie eine deutsche Fernsehmarke gab, die ins Kino gebracht wurde. Und es hat irgendwie alles ganz gut zusammengefasst. Also viele erste Male zusammen. Und es hat sich ganz gut angefühlt. Und ich glaube, alle fanden es auch gut, dass ich es mit Türkisch mache, weil sie natürlich wussten, dass ich die Figuren gut kenne und es vielleicht nicht so wahnsinnig verkacken werde. Ich glaube, dass viele Ausländer auch wenig Identifikationsfiguren im Komödienbereich haben, weil es oft in so eine Richtung Melodram geht. Also wo man irgendwie, wo auch immer so der, es schwebt immer so das Damoklesschwert der Integration über allem und niemand traut sich mal so richtig witzig zu sein und Türkisch ist es halt. Und ich glaube, dass das prädestiniert für einen Kinofilm könnte eventuell funktionieren. Hallo AgroTV-Fans, heute startet unser neuer Film Türkisch für Anfänger in den Kinos. Mit guten Sprüchen, viel Strand und noch mehr Sex. Sex wollte ich sagen. Ja, sagst du im Film ja noch oft genug. Wir sehen uns!